Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, heute gibt es auf jeden Fall mal wieder ein ultra geiles Video und auch ein Special Video, denn normalerweise gibt es hier eher selten Brawl Stars Videos, aber heute schon. Wir schauen uns nämlich heute an Brawl Stars 2017 vs. 2018 vs. 2021, also quasi heute, weil das war auch Ende 2021. Und ja, hier werden auf jeden Fall einige Unterschiede so direkt gegenübergestellt und gezeigt scheinen, weil ich bin da mal mega gespannt, Leute. Und schreibt mal in die Kommentare, wann war eurer Meinung nach die beste Zeit von Brawl Stars? Also in welchem Jahr habt ihr es am meisten gefeiert? Das würde mich sehr interessieren. Und ich würde sagen, let's go. Oha. Oh, also der Loading Screen hier als erstes. Haha. Okay, ich würde sagen, dass der Loading Screen aber immer relativ egal. Oh, das ist das Tutorial 2017, Digga. Alter. Digga, wie das aussieht, ne? Und damals muss man einfach einen Bull killen. Digga, der arme Bullmann. Wurde von jedem Spieler damals einfach gekillt. Hier auch nochmal zwei Bulls. Heutzutage sind das ja einfach Bots, ne? Übel witzig, finde ich, dieses Tutorial sich einfach anzuschauen von damals. Lol. Und jetzt? Oh, und dann kamen drei Deine, weil ich sie dann wegrotzen musste. Okay, sehr krass. Heftig, Mann. Okay, und wie war's dann? 2018 und 2021. Oh. Okay, also das ist ja wie heute. Und das war 2018. Okay, das ist sehr ähnlich, ne? Sieht aber trotzdem ein bisschen anders aus von der Grafik. Ey, ich finde diesen Vergleich mega geil. Bisschen anders sieht es tatsächlich aus von der Grafik her. Lol, damals einfach so 8 Gems hatte man, oder was? Ey, gibt gar keinen Sinn, Digga. Woher? Dann hat man da das kaputt gemacht sozusagen und damals dann auch. Ja, okay. Na, damals auch ohne 3D-Grafik sieht man auf jeden Fall auch sehr gut. Let's go! Oha! Und jetzt kommen die Brawler, wie sie sich verändert haben. Boah, Digga. Boah, bei Brock sehr krasse Veränderung, ne? Bull nur ein bisschen auf jeden Fall. Colt sieht man auf jeden Fall auch die Veränderung sehr krass. Das ist immer so krass, diese Digga bei Dynamite auch heftig. Auch bei dem Boxer stimmt, der hat einige Remodels auch. Piper auch und Poké sind auch heftig. Auch bei Rico natürlich. Genau, Shelly. Spike eigentlich gar nicht, irgendwie gefühlt. Genau, Tara stimmt. Alter, und Jessie und Mortis, Digga. Frank auch kaum, ne? Also bei einigen wurde kaum was verändert. Auch bei der Mundi ein bisschen was, stimmt, das weiß ich noch. Oh, Alter, die alte Box. Und jetzt werden nochmal die Boxen hier gezeigt von damals. Ey, die waren damals so heftig cool, irgendwie so farbenfroh und so. Allerdings langweilig, dass man immer einen Mythos daraus gezogen hat. Da war gar kein Überraschungseffekt so richtig da. Aber trotzdem sehr geil. Nice, Mann. Und... Oh, lol, Crow einfach aus einer großen Box, oder was? Heftig, Digga. Das ist sehr lucky. Alter, wie das damals alles aussah, ne? Ich finde das übel geil. Lol, so Attack-Badges. Das geht so in die Richtung Gears, ne? Das geht jetzt echt in die Richtung von Gears. Ich finde das voll nice, sich so im Nachhinein mal anzuschauen wieder, wie das damals war, vor 5 Jahren. Mhm. Alter, das erinnert mich jetzt halt echt sehr krass an die Gears von heute wieder, ne? Lol. Oh, Pieper. Sehr geil. Genau, 2018 und 2021 hat relativ gleich, ne? Boah, aber sah schon... Oh, nee, da gab es ja auch noch die Boxen. Lol. Alter, heftig, Digga. Auch mit den Sounds vor allem. Oh, und Spike. Sau krass. Ey, in der alten Unlock-Animation auch. Mega heftig. Sehr, sehr geil, Mann. Oh, Leute, da seht ihr gerade seine Cam nicht. So, einen Moment. Hat er alle Boxen ausgegeben, oder was? Oder was ist das jetzt genau? Hier zeigt es jetzt die Veränderung auf jeden Fall. Okay. Na, okay, kein Plan. So, Leute. Oh, genau. Hier ist dann quasi wie heute, ne? Mit dem Unlock-Screen auch. Ich muss sagen, am Anfang war ich bei dem neuen Unlock-Screen skeptisch. Mittlerweile finde ich den richtig geil. Also ich feiere den sehr. Aber ja, am Anfang war ich irgendwie skeptisch, warum auch immer.
Und Trophy Road, oh genau, das hat sich ja auch krass verändert. Genau, damals sah das echt sehr krass anders aus, ne? Heftig. An sich glaube ich ungefähr die gleichen Belohnungen, bis auf die Brawler, die dann dazugekommen sind. Und ich glaube, der ist bei 14.500 geendet. Lol. Leider, ich hätte das lieber gesehen, wie sie so durchscrollen, anstatt alles einzusammeln. Aber es ist trotzdem interessant. Ja, wie es heutzutage aussieht, wissen wir ja eigentlich. Na, Digga, heftig, Mann. Ein richtig krasses Opening einfach. Einmal hier, nochmal Bo. Ah ne, Bo hatte er schon, lol. Stimmt, weil Bo war ja anfangs ein epischer Brawler und danach wurde er erst ein Meilenstein-Brawler, ne? Heftig. Wieso ändert man das eigentlich? Wieso ändert man von einem Brawler die Seltenheit im Nachhinein? Das check ich echt nicht. Ich glaube, ich hätte an Supersets Stelle einfach direkt einen Meilenstein-Brawler neu rausgebracht. Aber sie haben halt einfach Bo, der war episch, zu einem Meilenstein-Brawler gemacht. Irgendwie null Sinn. Und die Megabox, sehr krass. Die sah auch so komisch aus. Genau, und jetzt nochmal von heute kurz, ne? Das wissen wir ja schon, genau. Ja, finde ich auf jeden Fall, ist auch nicer geworden, der Trophäenpfad. Der war damals nicht so cool wie heute. Ich muss persönlich sagen, dass für mich bisher das coolste Brawl das Jahr war 2021. Von den Updates, also letztes Jahr. Hat die das auch noch interessiert? Boah, Gem Grab! Das auf jeden Fall im Jahr 2017. Junge, wie komisch sieht Mortis bitte aus beim Dashen? Geil. Dann 2018 und 2021. Ja, okay. Sieht schon ähnlich aus. Also geht schon in eine ähnliche Richtung, muss man sagen. Von der Grafik natürlich was ganz anderes, ne? Was ganz, ganz anderes tatsächlich. Okay, sehr krass. Heftig, Digga. Und jetzt die Showdown Evolution. Okay, bin ich mal sehr gespannt. Lol. Alter, wie das aussah, Digga, was? Ja, damals gab es auch keine Cubes, sondern diese komischen blauen Flaschen. Damit man halt so mehr Damage macht, ne, wie heute die Cubes. Ich glaube, die waren genauso, nur sahen anders aus. Das ist, glaube ich, die Map. Wie heißt die nochmal? Felswand Brawl? Bin ich jetzt lost? Ich weiß gerade nicht. Digga, aber die Map gibt es auch schon Ewigkeiten, ne? Die wird immer noch übel gerne gespielt, glaube ich, von den meisten. Digga, das ist so krass, wie das aussieht. Von der Grafik her. Genau, und jetzt 2018 und 21 nochmal. Boah, lol. Okay, heutzutage natürlich kennen wir ja schon so, ne? Ey, ist aber auch nochmal ein riesiger Unterschied von der Grafik hier, ne? Heftig, Digga. Ja, Leute, auf jeden Fall echt mega geiles Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da und wie gesagt, ne, abonniert den Team Lukas-Kanal, Leute. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns und ciao, ciao.